don't sweat at all. Geht ab, Leute. Ich filme heute ein Strong Nation by Zumba Workout, weil einfach immer so viele mein Konzept Hit the Beat und Breakletics mit Strong Nation vergleichen und ich werde schauen, ob die Leute mich einfach nur verarschen oder was auch immer die da vorhaben oder wirklich Hit the Beat dasselbe wie Strong Nation ist. Ich habe das Workout noch nie vorher gesehen. Ich habe es vorher noch nie gemacht. Ich weiß also wirklich nicht, was auf mich zukommt. Mal vor 8 Jahren habe ich ein kurzes Workout gemacht, da fand ich es gar nicht geil, da fand ich es sehr stressig, zu schnell. Mal schauen, ob sich das Ganze nach 8 Jahren immer noch bestätigt. Ganz wichtig, egal was am Ende bei rauskommt, weil ich werde sagen, ob es mir gefällt, nicht gefällt, meine persönliche Meinung äußern. Ich werde es vergleichen mit Hit the Beat, um die Unterschiede ganz deutlich zu machen. Und daher empfehle ich, ja, du kannst mir diese ganzen Dinge abnehmen oder auch nicht. Mach selber die Workouts einmal mit. Unter dem Video ist ein Strong Nation Workout verlinkt, ein Hit the Beat Workout verlinkt und dann kannst du dir selber dein eigenes Bild machen. Let's go! Touch your fingers at the back. One more time.
your hips. Let's swivel to the side into a pike. Ready? Let's go. Swivel into a pike. Heel towards the floor. Stay low on your hips. Good. Some mobility, stretch. Combine with strength. Now, if you wish, side kick through here. Into pike. Try to touch your toe if you want to reach. Bye.
don't make sense at all. Let's go into it back. If you are a sports scientist, you want to work on your muscles, strength, nothing. One more. Just coordination. Schon 15 Minuten kannst du schon auf. Give me a smile.
sagen, ich bin glücklich. Ich bin überglücklich, dass ich dieses Workout gemacht habe. Es geht ab, ihr Maschinen. Das Workout ist zu Ende. Sorry, ich musste das jetzt hier nochmal aufnehmen, weil er den Ton beim anderen Outro nicht aufgenommen hat. Was kann ich dir jetzt dazu sagen? Also erstmal bin ich extrem glücklich, dass ich dieses Workout jetzt nochmal gemacht habe, weil jetzt bestätigt mich das nochmal immens. Das Strong Nation und Hit the Beat, da sind Welten zwischen. Es gibt gar nichts, nichts was Gleiches, ehrlicherweise. Das ist echt crazy. Und alle Leute, die das behaupten, die haben einfach noch nie ein Hit the Beat Workout gemacht und denken, weil sie irgendwo mal eine Übung gesehen haben bei Strong, dass es irgendwie jetzt wie Hit the Beat ist. Also, ich muss ehrlicherweise sagen, es gab nur eine Sache, die mir gefallen hat bei Strong Nation. Das waren die Trainer, dass die so motivierend waren und dass die Sachen auch bei denen richtig gut aussahen. Ansonsten hat mir nichts gefallen. Da muss ich leider ganz ehrlich sein. Die Musik fand ich extrem stressig, viel zu schnell. Ich glaube, das sind 130 BPM oder noch schneller. Bei den Plank Jacks kam ich nicht mal hinterher und ich bin extrem schnell bei solchen Sachen. Der Style der Musik, das war für mich auch viel zu hart, also Techno schon fast teilweise, gar nicht mein Vibe, hat mir nicht gefallen. Es ist nur Ausdauertraining, also man baut mit diesem Workout gar keine Kraft auf, das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Ich hatte keinen Pump, weder im Oberschenkel, Trizeps, Schulter, Core, wirklich nirgends. Mir ging das Ganze viel zu schnell, man hat gar keine geile Introduction für die jeweilige Übung bekommen, auf was man achten muss, was die Sicherheitsweise betrifft. Es hat mir überhaupt nicht gefallen, dass man die ganze Zeit sehr, sehr viele diese Boxing-Elemente hat. Das ist einfach nicht mein Style. Ich liebe es, eine Challenge zu haben, mich körperlich weiterzuentwickeln, ganzheitlich zu trainieren. Das ist kein ganzheitliches Workout, hat mir also auch nicht gefallen. Hat mich einfach nicht wohl gefühlt. Ich habe mich nicht confident gefühlt bei der Übungsausführung. Habe mich teilweise lächerlich auch gefühlt bei bestimmten Bewegungen. Das fand ich auch nicht cool. Das Warm-up, die Mobilisierung der ganzen Gelenke war auch viel zu kurz. Also ist, was mir nicht gefällt, viel, viel verletzungsanfälliger als, ja, wir wollten jetzt noch nicht in den Vergleich, sondern was mir sonst nicht gefallen hat. Ja, die Übung, habe ich schon gesagt, hat mir nicht gefallen, dass es nicht ganzheitlich ist. Ich glaube, das war es erstmal. Also leider muss ich die Wahrheit sagen und so habe ich mich gefühlt. Auch, dass es wirklich nichts für mich ist. Ist auch auf jeden Fall nicht für Anfänger geeignet. Das ist viel zu schnell, das geht viel, ist too much alles. Und jetzt vergleichen wir das mal mit Hit the Beat. Fangen wir erstmal an. Hit the Beat ist ein Hit-Workout. High-Intensity-Intervall-Training. Das ist kein Hit-Workout. Hat mit Hit nichts zu tun. 0% ist ein Ausdauertraining. Ich bin kein Fan von Ausdauer. Ich trainiere gerne Kraft und Ausdauer. Und das ist ein großer Unterschied. Hit the Beat ist ein Kraft- und Kraft-Ausdauer-Workout. Und das ist nur ein Ausdauer-Workout. Dann die Übung, komplett andere Welt. Komplett andere Welt, was die Übung angeht. Hit the Beat ist viel ganzheitlicher. Du spürst wirklich den Pump in dem ganzen Körper. Hier minimal im Oberschenkel, aber sonst trainierst du wirklich keine Muskulatur. Also ist einfach Fakt. Dann ein großer Unterschied ist die Musik. Ich glaube, hier arbeitet man mit einer sehr hohen BPM-Anzahl, 120, vielleicht 130. Wir arbeiten mit 100, manchmal 110. Also die Art und Weise, wie wir auch die Übung erklären, im Vergleich da geht viel langsamer. Man lässt sich mehr Zeit, man geht auf die Sicherheitshinweise ein, auf die Technik geht man ein, man gibt den Leuten viel, viel besseres Gefühl. Und hier war es sehr stressig, sehr schnell. Du hast gar keine Zeit zu reagieren. Du musst ganz schnell mitdenken. Du weißt gar nicht am Anfang, wo rechts und links ist, womit fängt man an, zu welcher Richtung fängt man an. Also man muss hoch runter gucken. Man wird auf die Übung auch überhaupt nicht vorbereitet. Also auch ein komplett anderer Flow-Unterschied. Die Intensität der Übung, ich kann natürlich jetzt nur dieses Workout beurteilen, komplett anders. Da ganz, ganz kurz, man hat gar keine Zeit, wirklich den Burn des Muskels zu spüren. Bei Hit the Beat ganz anders, da investiert man auch Zeit, um wirklich körperliche, ja, eine Entwicklung zu machen, muskulär auch. Ja, so ein komplett anderes Game, das ist noch ein Unterschied. Dann Levels, da wurden nur 2 Levels beigebracht oder woanders auch mal mehr gezeigt. Bei uns gibt es 3 Levels mindestens, plus eben Levels innerhalb der Übungen, damit man den Progress der Leute auch viel einfacher voranstreiten kann. Dass es einfacher ist, sich zu entwickeln, haben sie auch überhaupt nicht gemacht. Ja, es ist nicht ganzheitlich, also das ist kein ganzheitliches Workout. Strong Hit the Beat ist ein ganzheitliches Workout. Also ich kann euch nur sagen,
wenn ihr das wirklich vergleichen wollt, dann geht einmal in einen Strong Nation Kurs und einmal in einen Hit the Beat Kurs. Und dann werdet ihr dieselben unterschiedlichen Sachen auch feststellen. Das ist einfach Fakt. Also das ist wirklich, da sind Welten zwischen. Hit the Beat ist innovativer, abwechslungsreicher, eine größere Challenge, entwickelt deinen Körper definitiv auf einem viel, viel höheren Level. Also wenn du Bock hast auf eine Challenge, dich körperlich weiterzuentwickeln, muskulär dich weiterzuentwickeln, deinen Körper besser kennenzulernen, ihn vielfältiger zu bewegen, auch wirklich den Körper zu spüren, zu schwitzen. Ich habe gar nicht geschwitzt, es waren 20 Minuten Workout, wahrscheinlich gibt es noch mehr. Aber wenn du Bock hast auf diese Sachen, dann komm zu Hit the Beat. Wenn du Bock hast, dich nur zu bewegen und ein bisschen zu schwitzen, aber keine körperlichen Entwicklungen zu machen, dann ist Strong Nation eher was für dich. Ja, also für mich leider purer Stress, hat mir keinen Spaß gemacht, hat mir einfach nicht gefallen. Ich liebe einfach, wenn der Körper Zeit hat, auch eine Bewegung zu verstehen, reinkommen, nicht gehetzt wird von rechts nach links, genau weiß, was auf ihn zukommt, sich mal auch da rausnehmen kann, wieder reinkommen kann beim Intervalltraining. Nee, ist nichts für mich. Am Ende entscheidest du, auf welches Workout du Bock hast. Hier unter dem Video ist alles verlinkt, Link zu unserer App, die beiden Workouts, die ich gemacht habe, Hit the Beat und Strong Nation. Kannst auch gerne mal einen Call buchen, wenn du mit mir sprechen möchtest. Das war's von meiner Seite. Lass ein Abo da, ein Like, kommentier selber, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und wir sehen uns beim nächsten Workout. Let's go! 6, 7, 8.